Moin, meine herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und einem weiteren Snacken durch mit Root Girl und mir. Hallo? Hallo. Aua, ich Oh. wurde auf den Rücken geklopft. Ja. Du kannst deine Kraft immer nicht einschätzen. Meine immense Gewaltkraft. Gewaltkraft, ja, typisch Mann. Ja, die haben nur Gewaltkräfte. Bin ganz schön sexistisch, Ich ne? In überlege letzter gerade, Zeit. ob hier irgendwas ist, was ich zerdrücken oder zerreißen kann, aber Warum? um meine Kraft zu präsentieren, aber hier ist Hier sieht, nichts. das sieht ja auch keiner. Das wäre ja eigentlich schön blöd. Du siehst das. Ja. So, Gott. Okay, gut. Da sind nicht so viele. Ich muss leider sagen, wir müssen mehr Sport machen. Dann hätten wir auch mehr Muskeln, die wir präsentieren können. So Das ist stimmt. Bodybuilder-mäßig. Naja, das. Na, wir hatten Oh. überlegt, hier einen Tennisclub hier Achso. gegenüber einzutreten. Um rumzuschreien. Ja, um so rumzuschreien und uns so eine knallweißes Tenniskluft zu So besorgen. reiche Mit so Leute-Klamotten. Schweißbändern und weißen Socken und weißen Schuhen und so weißen Poloshirts. Ja. Ja, das war der Plan. Gute Idee eigentlich. Ha. Nächstes Mal. Also, wenn wieder Sommer ist oder so. Vielleicht Ja, sollten wir einfach. du wirst doch kein Tennis spielen, das kann ich doch dann alleine machen. Wie schwer kann das sein? Und ich habe Mario Tennis gespielt, also. Ja, du hast noch nie, hast du schon mal irgendwie Sport gemacht? In der Schule? Ja. Und so Mannschaftssport? In der Schule? Basketball, Football, Reiten, Baseball natürlich. Baseball, das habe ich noch nicht gespielt, aber Ha! dann weißt du ja, wie anstrengend Sachen sind. So, gib Gummi. Worum geht's heute? Wir spielen, wir testen, wir gucken uns an. Final Remnant. Fantasy 7? Ah, oh, ne, das war Das Werbung, ist Entschuldigung. Werbung. Ein Commercial Break. Remnant from the Ashes. Das wurde uns. Also, es ist auch schon zwei, drei. Remnant, Remnant? Doppelpunkt from the Ashes. Ja. Remnant Doppelpunkt from the Ashes. Gut. Das wurde uns von Daniel empfohlen. Ich dachte von Kai. Nee. Von Daniel. Was hat Giegel. Kai uns denn empfohlen? Mutant Year Zero, glaube ich, war von Kai. Ach so, Ich glaube, es war von okay. Kai, ja. Also Remnant Doppelpunkt from the Ashes Gut. ist von Daniel, beziehungsweise Giegel. Daniel Jetzt Giegel, kaufen, 80 Euro ist definitiv. immer noch so teuer. Final Fantasy, ne? Ja, sehe ich Ja. gerade, haben sich alle drüber beschwert. Shitstorm. Aber da ist ja noch ein Level dabei, den es zum Beispiel für meine PlayStation 4 ja nicht mehr geben wird. Also seid mal glücklich. Und ihr habt ja als PC-Spieler, wurde mir ja gesagt, wisst ihr ja gar nicht, da kosten ja Spiele nicht mehr wie 30 Euro. Doom war schon ganz schön teuer mit 60 Euro, aber es war es Ja, das ist wert. auch normaler Preis. Hallo, wie viele Leute entwickeln da und so? Ich drücke erstmal Play jetzt. Oh, ich glaube, das wird ja auch noch, du kriegst irgendwann auch so einen Shitstorm. Was redet die Ich da? kann doch da nichts für, dass Spiele auf Konsolen unnatürlich viel kosten. Was Finde heißt ich nicht. unnatürlich Also viel? 60 bis 70 Also Euro finde ich eigentlich für gute Spiele ist auch es schon okay. angebracht, ne? Oh, jetzt. Gunfire Games. Auch Ja, nie halt wieder die von gehört. Fresse. 2019. Na gut, so alt ist es nun doch noch nicht. Beliebige Taste drücken. Wir haben gestern erst Willow geguckt und haben gemerkt, dass der Film sehr gut gealtert ist. Kann ich nur noch mal empfehlen, falls hier noch mal einer gucken möchte, jetzt zur Weihnachtszeit. Geiles Ding. Über Disney Plus gestreamt. Drück doch mal auf den Knopf, bitte. Den gibt's ja Ja, gar da sind nicht. wir. Bis einer kotzt. Wie sieht denn Frau Ich aus? Oh. Aha. Was das Ja, wohl gut ist. Ja, das ändert sich jetzt jedes klassische Mal. Chemnitz als Erscheinung. Ach Was das nee. wohl gut ist? Okay. Hey, das Aha. könnte nützlich sein. Für was das wohl gut ist. Huh. Ja, gut, Chemnitz okay. hätte das mal was. Für was oh. das wohl gut ist. Klicken wir uns hier mal durch. Was haben wir denn so? Aha. Also gut, Charakterdesigner halt, ne? Ganz klar. Sehe ich schon gar nicht mal so schlecht. Verschiedene Hautfarben auch und so. Ja, das ist ja jetzt eine Vorgabe. Kannst du da unten ja noch einstellen, auch ein bisschen konkreter. Frisuren? Da unten Augenfarbe, Hautfarbe. Das ist der Bart, ne? Hier, ja. Ha. Gar nicht schlecht. Was ist das hier? Haarfarbe, naja.
Ich habe immer einen Drang dazu, bei sowas alte Männer zu bauen. Du bist ein alter Mann. Fallout 4, da habe ich mir auch so einen alten Psychokiller gemacht, mit der Narbe mitten über das Auge. Ich habe es nie gespielt. Also ich habe nur den Charaktereditor gemacht, habe es nie weitergespielt danach. Das ist die Augenfarbe, ne? Ja. Obwohl der Charaktereditor sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, schon sehr. Okay, ja, doch. Wir haben irgendwie so einen Mittelwert, irgendwie so das hier. Nicht zu hell, nicht zu dunkel oder so. Irgendwie so ein bisschen. Irgendwie. Ich weiß nicht, er sieht so gequält aus irgendwie, ne? So traurig. Nimm doch das da. Das hier? Entweder das oder das. Das ist ein bisschen nur krebsig. Das sieht gut aus. So ein bisschen sonnengegerbt. Ja. Oh, Narben. Jo, gut. Oh, falsche Richtung. Ah. Muss man Narben nehmen? Das ist auch so ein bisschen. Ich glaube. Narbe 1 ist, glaube ich, keine Narbe, ne? Oder? Oder sie ist sehr unauffällig. Ja, ich glaube, das. Ja. Aber kannst du ja trotzdem machen. Wo war denn diese? Warte, war die das? Die ist nicht zu auffällig. Die ist recht dezent. Mhm. Schön, wenn man die noch einfärben könnte oder so. Aber ne. Stimme. Das erscheint mir nützlich. Das könnte nützlich sein. Muss das mal lauter machen. Ja. Ah, scheint, als hätte das mal etwas bedeutet. Das erscheint mir nützlich. Das hat sich alt an. Was das wohl sein mag? Obwohl alt ist doch immer relativ. Ja, ja. Das könnte nützlich sein. Für was das wohl gut ist? Wofür das wohl gut ist? Das hört sich gut an. Gut ist? Drei. Das hier? Wofür das wohl gut ist? Ja, gut. Aber irgendwie. Muss sie mal, kann sie nicht zur Seite drehen, du siehst auch die Haare gar nicht so. Oh, das finde ich gut. So ein alter. Das kannst du ja auch schon fast hinten so einen Knoll so machen bei deiner Haarlänge. Endzeit-Samurai hier. Worum geht's überhaupt? Das werden wir ja gleich. Oh, oh. Ich hasse Werte, aber gut. Ah, guck ihn doch mal, wie sieht der aus ohne Bart? Was ist das denn? Ich hätte so einen Kinnbart genommen, aber das. Ah, pfui Teufel. Pfui! Er nimmt den Vollbart, sonst kriege ich hier gleich einen Anfall, dann lasse ich das. Man at Arms? Ach. Nee. Okay, ich mach hier so? Nee. Nee? Der nimmt den Vollbart, so? Wenn du unbedingt einen Schnauzer brauchst. Kann man da ranzoomen? Ja, nimm denn deinen Schnauzer. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ui, durfte hier schon nichts mitbestimmen, ich hätte das eh ganz anders gemacht. Du hättest aber sagen können. Nee. Du hast ja eine Frau gleich ausgeschlossen. Nein, habe ich nicht. Doch, so los, Attacke. Hardcore. Ja, nein. Ich glaube auch. Na, wir wollen ja eigentlich nur ein Snacken durch, aber Hardcore ist doch zu krass. Nee, Apokalypse. Hardcore-Apokalypse. Ja, wie so ein schlechter FSK. Nimm doch einfach mal normal. Das, weil sonst. Ja, ich weiß. So. So nun, bestätigen. Spielst du es doch eh danach nicht nochmal? Das wissen wir nicht. Aber weiß ich kann auch einen neuen Charakter erstellen. Guck mal an. Gut. Okay. Ah, da spielen. Das sind wir auch, also ihr habt das gar nicht gesehen. Ja, ist ein bisschen dunkel da oben, ne? Ich hätte jetzt verzweifelt und hätte gesagt, Scheiß spielen geht nicht. Das ist nur ein Charaktereditor. Nein! Mittleren Mausbutton klicken, um schnell einen. MMB, das muss man ausmachen. Was tun, wenn unsere letzte Hoffnung stirbt? Das ist die Frage. Das musst du herausfinden. Schon lange vor dir gab es jemanden, der versuchte, den Bestien, die uns schon seit Generationen heimsuchen, ein Ende zu setzen. Ihr okay. Ende lag nahe. Oder so glaubten wir. Denn wir sahen, wie ein Drache in den Himmel aufstieg und vor Schmerzen schrie. Aha. Aber unser Held kehrte nie nach Hause zurück. Also wir oder der vor uns? Uns Gute blieb Frage. Nur der Sturm, die Bestien, eine unerschütterliche Furcht, dass ein schauriger Wandel vollzogen war.
Deine Reise wird nicht leicht. Nee, ich denke mal, der vor uns. Der Drachen wird von einem Sturm umgeben. Der Drache mag tot sein. Aber ich befürchte, dass aus seiner Asche eine neue Bestie erwartet ist. Sieht aus wie ein Leuchtturm. Du wirst um jeden Schritt kämpfen. Du musst den Turm erreichen und herausfinden, was mit unserem Krieger geschehen ist. Hm. Stelle dich dem, was darin lauert. Oh. Mann, das ist eine Welle. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Wenn unsere letzte Hoffnung stirbt, wird eine neue geboren. Bis zu unserem letzten Atemzug. Ja gut, okay, also ist er nicht unbedingt die letzte Hoffnung, aber ja, gut, eine Hoffnung, ne? Er, sie, wir. X zum Waffe wechseln. X! Also. Dicken Käsepiker dabei. Also das Tutorial muss abgeschlossen werden und die Sitzung. Achso, okay, ja klar. Wenn man Multiplayer spielt, kann ja jetzt keiner rein, ne? Ja, aber trotzdem, das ist sehr gut. Tutorial ist immer gut. Ja, ich dachte, ich mach das mal. So, wir sind jetzt an einer Küste gelandet, wo ein Leuchtturm ist. Wer ist der? Ich denke mal, man kann es wahrscheinlich auch irgendwie über Gamepad spielen. Ist vielleicht sogar besser als über Tastatur. Mhm. Aber. Ich habe die Einstellung dafür nicht gefunden. Ich hatte geguckt eben. Ach so. Den PlayStation-Controller hat er nicht erkannt. Und über Xbox dachte ich dann, na, teste das erstmal so jetzt hier. Irgendwie rechts von uns ist was. Ja. Was solltest du mal. Was machst du denn jetzt? Ich teste nur gerade, wo die Rennen ist. Die Taste, okay, ja. Wahrscheinlich werden wir gegessen. Ach, so. Ach nee. Ja, gut, irgendjemand ja muss hier leben. Sonst wird es hier ja keine Feuer geben. Das ergibt ja keinen Sinn. Achso, na gut. Aber es scheint ja keine Fantasy-Welt zu sein oder so. Dafür sieht das alles zu jetztig aus, ne? Linke Maus hast du zum Kämpfen, ja? Achso. Okay, zum Gegenstände einsammeln. Blutwürze. Ich denke, man sieht aus wie ein Heiltrank. Verbrauchsgüter bieten kurzzeitig Hilfe. Ja, sie können in der Welt gefunden oder von Händlern erworben werden. Sie werden beim Aufnehmen automatisch ausgerüstet. Das ist gut. Sollte sich kein anderer Verbrauchsgut im Inventar befinden. Also drücke 1, um es anzuwenden. Ja. Schließen. Gibt's ein Inventar mit I? Aha. Blutwürze. Regeneriert 1,7 Gesundheit pro Sekunde. Hält 30. Achso. Hm? Heiltrank, ja. Okay, gut. Bisher ist es ja relativ Standard so, ne? Also, von dem, was man so kennt. Ach, wir sind angeschlagen. Naja, okay. Also, die Animationen sind ja schon ganz schön. Na, scheiße sieht's jetzt aus. Was heißt scheiße? Ja. Also, ich finde für 2019 auch alles super. Das war damals, glaube ich, schon ein sehr gutes Spiel. Okay. Oh, du musst auch mal da hingucken, wo die Action ist. Ich will nicht, dass da Action ist. Oh, töten. Drücke Space. Achso, zum Ausweichen. Ja, okay. Los. Ausweichen und Sprinten verbraucht Ausdauer. Also wahrscheinlich der weiße Balken da unten. Naja. Ja, hätten wir wohl von der anderen Seite ran gemusst, falls was. Ach nee, hier kommen wir durch. Gut. Durch. So, da konnte man das auch sehen. Ich glaube aber hier ist sonst nichts, du musst da lang. Nee, ne? No. Weil von da konnte man das auch sehen, aber. Oh! Weg, den gleich den nächsten. Vorsicht! Psst, jetzt, zack, sehr gut. In die Fresse. Vorsicht, zurück. Okay. Ah, gut. Also Resident Evil Style, die Scheißviecher springen durch Fenster. Aber sind keine Hunde. Das ist faszinierend, wie viele Leute sich an diese Hunde erinnern, oder? Ja. Die haben ganze Generationen von Spielern zerstört. Oh, da unten sind irgendwelche Psychos. Ja. Ah. Okay.
alt, ne? Ja. Vorsicht. Der ist da. Durchgeknallt. Ja, okay. Klopp. Also wenn wir runterfallen, dann stehen wir wieder auf. Okay. Was ist dann? Zwei, der ne? Hat ja. Irgendwelche. Ja. Weiß nicht, ob der dich gesehen hat. Wir haben dich gesehen. Los, Attacke. Oh, was? Ja gut, man muss sich dran gewöhnen, dass wenn man einen Schlag durchführt oder eine Rolle, dann kann man. Dann muss die Animation erst zu Ende führen, bevor du eine neue machen kannst. Ja gut, okay, das. Aber das ist, denke ich mal, Übung. Schade. Hätte sein können. Was knarscht denn hier so? Nee. Das klingt so ein bisschen wie Metall, was scharf ist. Ja, oder das so, ne? Ist da. Ist da irgendwie was? Oh, warte. Ah, ne, ist vor. Das macht einen ja wahnsinnig. Ja, da kommen wir gar nicht rüber, ne? Ne, da oben ist eine Karte. Ja. Was ist also, das hier? Ist eine Endzeit? Also, gut, sie redet ja von Drachen irgendwie, ne? Aber Dämonen? Los. Los. Ja, das war ja nun ein bisschen. Ich dachte nicht, dass er mich das trifft. Doch. So, der ist der Psycho, der hier die eben gerufen hat. Er ist abgehauen. Geht die Türen auf? Nee. Ja, aber das ist ja eigentlich, ja, das ist ja alles aus unserer Zeit, so mehr oder weniger, ne? Im Fabrikgelände hier. Irgendwo wird hier geschossen. Du musst oben mal auf die Minimap gucken. Vorsicht, da oben hängt was. Da oben über dir. Oh. Da über mir, ich habe auf die Plane geachtet. Ja, da oben, da die Plane hat ja eigentlich nichts zu sagen. Da kommt der. Boah, jetzt hat er dich, du bist fast tot. Haben wir noch irgendwas zum Heilen? Achso, null. Okay. Nee, gewonnen nicht. Oh, shit. Oh. Oh, weg. Oh. Ja, du musst schon vom Auto, musst du schon wegkommen. Elegant. Das sind aber nicht nur diese Viecher, da kämpft doch irgendeiner. Ja. Oh, da ist so ein Schiff. Könnte man, kann zwischendurch nicht so gut wirklich was erkennen, wenn du sie schon wieder an unserer Lampe liegt. Nee, es ist recht. Recht dunkel auch und so alles. Oh. No. Dirty Harry. Oh. So helfen wir ihnen. Wir sind zwar auch fast tot, aber. Oh Scheiße, er ist tot. Oh, oh, oh. Lebt er noch? Oh.
Ja, die Finger an der Tastatur lassen. Die Typen sind ja super. Tja, das war's. Der Held ist tot. Halten Sie durch! Alles wird gut! Wir bekommen Besuch! Los! 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 Okay. Was passiert? Aufgeladen Angriff, wenn man links gedrückt hält. Ja, gut, okay. Wir leben! Oh, du bist ja wach. Haben die ja nicht vorher schon das Tor aufgemacht, dann würde der andere auch noch leben. Hallo. Hi. Boah, mach langsam. Dich hat es schlimm erwischt. Du willst doch nicht wieder zu bluten anfangen, oder? Oh. Ich hatte gefragt, wo bin ich? Ja, das. In Station 13. Hier ist sicher. Im Gegensatz zu da draußen. Ich bin Wallace. Ich wollte nach dir sehen. Ich habe auch den Commander gefragt, ob ich's darf. Na gut, die haben ihn ja hierher gezogen, ist aber klar, aber... Mhm. Wer ist denn ja, der Commander? Commander Ford. Sie hat hier das Sagen. Commander Ford und Mr. Wiggler haben dich draußen gefunden. Sie haben dich reingeschleppt. Und sie sagten, dass Mark nicht zurückkommen wird. Ist es jetzt pietätslos zu sagen, dass er draußen war Mark? Ach, komm. Also er war... Ach, egal. Der Commander hat gesagt, du sollst bei ihr vorbeikommen, wenn du aufwachst. Sie ist im Zimmer am Ende vom Gang. Sie findet dir schon ein Plätzchen. Keine Angst. Ha. Später. Später, Wallace. Ja, so ein nettes Plätzchen hier. Okay, jetzt sind wir auf einer Insel, wo wir den Turm besteigen sollen. Ja. Oh. Mhm. Kann man das drehen? Den kann man nicht, ne? 15. Dezember 1968. Aha. Lieutenant Evelyn Cedar? Cedar, ja. Nur eine von 7 Überlebenden, die vom Atoll entkommen konnte. Wir mussten Station 16 verlassen und uns ins Zentrum zu Station 13 zurückziehen. Die anderen sind alle tot. Haskard, Neville, Green, Parker, McKengie, alle tot. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind. Die Saat hat auch Station 13. Was ist Rick? Achso, okay. Oh, da ist ganz schön viel Text, ne? Wie geht denn das? Hey! Sollen wir lesen? Was soll denn das hier? Ich will immer nur wissen, wie viel das ist. Ja, und? Ich kann auch lesen, du lässt mich ja nicht. Ja, aber wir waren hier, da hatten wir schon. Okay, dann versuch dein Bestes. Nein, du hast den letzten Satz dann nicht beendet. Achso. Station 13 angegriffen. Überall liegen Leichen vom Menschen und der Saat. Was sind die Dämonen da draußen? Zum Glück sind sie jetzt weg. Das Gebäude ist leer. Weiß ich nicht. Wer soll denn jetzt leben? Ja, dann mach. Schenk mir was ein. Ich finde das echt schwer zu lesen. Die Träumer sind weg. Deshalb war die Saat hier. Okay. Scheinbar diese Viecher. Ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber ich bin mir sicher. Die Träumer und die Saat sind irgendwie miteinander verbunden. Okay, was die Träumer auch immer hin. Na gut, das, oder dieses Vieh, was die da rausgeholt hat. Ach so, ja, ja. Ich kann es spüren. Als die Träumer getötet wurden, gab es für die Saat keinen Grund mehr zu bleiben. Captain Ford, jetzt wo Commander Ford sagte, dass wir uns hier verstecken werden, bis... entschieden wurde, was unser nächster Schritt sein wird. Er hat den Kristall repariert, also kann uns nichts vom Atoll folgen und es gibt nur wenige materielle Eingänge. Aha. Solange wir diesen Ort brauchen, sollte es uns möglich sein, ihn zu verteidigen. Was für ein Chanukka-Fest. Okay, das ist ein Jude, aber macht ja nichts. Das ist, hat ja damit nichts zu tun, sondern wenn Chanukka aber was ist, doch jüdisch, oder? Ist es jüdisch? Weiß ich nicht. Google das mal. Lies mal weiter vor. 15. April 1969. Seit Monaten sind wir jetzt schon hier. Es fühlt sich fast normal an, auf der Station zu sein. Wir haben die Leichen nach draußen geschafft, aber es gibt noch einige Türen, in die wir nicht reinkommen. Commander Ford gab den Befehl, nach Überlebenden zu suchen und sie
zur Station zu bringen. Er ist mutig und intelligent. Dann anders als die Mistkerle, denen wir dieses Chaos zu verdanken haben. Und dann? Ja, so. Dank Forder haben wir die erste Angriffswelle der Saat überlebt, was man vom Rest der Welt nicht gerade behaupten kann. Die Saat hat sich nicht nur auf die Station gestürzt. Sie haben überall gleichzeitig angegriffen. Keiner war darauf vorbereitet. Armeen waren überfordert. In Frankreich haben sie es sogar mit den Atomwaffen versucht, in ihrem eigenen Land. Danach war Funkstille. Es besteht Kontakt zu niemandem mehr. Die Stadt ist ein Kriegsgebiet. Wir überleben, aber gerade so. Wie lange werden wir das noch durchhalten? 3. Mai 69. In letzter Zeit träume ich viel. Ich höre die Saat. Ich kann sie riechen. Ich sehe aus ihrer Perspektive, wie sie die Überlebenden jagen und töten. Nach dem Aufwachen kann ich ihre Freude und Wut noch spüren. Manchmal brauche ich eine Weile, um mich zu erinnern, wer ich bin. Wo ich bin. Es macht mir Angst. Na, der hat sich doch schon verwandelt. Das war's, oder? Ach ne, 24. Mai 69. Wir haben heute so viele verloren. Wir konnten aber den Wasserturm einnehmen. Er wird uns am Leben halten, aber ich frage mich, ob es das wert war. Es sind so viele gestorben und für was? Damit wir gerade so über die Runden kommen, bis es uns ebenfalls erwischt. Commander Ford hielt eine Rede über die Verstorbenen, versicherte uns, dass wir ihr Opfer nicht vergessen werden. Solange wir noch atmen, sagte er, besteht weiterhin Hoffnung. Das würde ich nur zu gerne glauben. 2. Juni 69. Bin auf ein paar alte Briefe und Tagebücher gestoßen von den Leuten, die hier vorgelebt haben. Sie waren voller Hoffnung und Aufregung. Andrew, Commander Ford, hat mich beim Lesen erwischt, aber ich glaube, er liest sie selbst. Er meinte, ihre Hoffnung bereite ihm Sorgen. Sie war irreführend, sagte er. Genau wie wir auf Station 16, genau wie ich jetzt. So, was hast du jetzt rausgeholt? Was ist das Hanukkah-Fest? Chanukka. Oder Chanukka. Ja, das ist doch jüdisch. Das ist nicht. Erinnert an die Einweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem im jüdischen Jahr 3597. Ja, also ist ja auch okay. Das war nur so von wegen Chanukka, weil ich weiß, dass das halt jüdisch ist. Dann geht's halt weiter. Genau, sehr schön. Ja, das ist sowas muss. Genau, ich finde, sowas muss man immer nochmal nachgucken. Ich musste kurz pusten. Was verdammt nochmal gibt einem hier Hoffnung? Er musste lachen, als ich ihm das sagte. Er glaubt tatsächlich daran, dass wir überleben werden. Hubert? Ja, genau. Komisch, der Hund macht gerade komische Geräusche. Ich dachte gerade, der musste auch pusten. Er glaubt tatsächlich daran, dass wir überleben werden. Dass wir uns hier von irgendwie erholen werden. Ich dachte, er sei naiv, aber die Hoffnung hat uns weitermachen lassen. Wir leben schließlich immer noch. Das habe ich ihm wohl auch so gesagt, denn er lächelte und sagte, dass wir noch am Leben sind, weil es Leute wie mich gibt, Leute, die ihn auf Details hinweisen und seinen Optimismus in Frage stellen. Er meinte, mein Zynismus lässt seinem Optimismus realistischer werden. Ich muss immer noch lachen, wenn ich daran denke, vor allem worüber man sich sorgen könnte. Macht er sich über Hoffnung Sorgen und er denkt, ich trage dazu bei, dass wir noch am Leben sind? Mein Gott, was für ein Spinner. 12. August 69. Letzte Nacht habe ich wieder von der Saat geträumt. Dieses Mal war es anders. Real. Im Traum haben sie in der Nähe eines Hotels, wo wir Nahrung anpflanzen, auf uns gewartet. Ich habe Ford davon erzählt. Ich dachte, er würde mich nicht ernst nehmen. Mein Ex hat das weiß Gott nie. Aber er meinte, dass wir uns das ansehen sollten. Es war eine gute Entscheidung, denn sie warteten dort, wirklich auf uns. Wir konnten sie dank meines Traums besiegen. Danach erzählte ich Ford von meinen anderen Träumen und dass ich sie schon eine Weile habe. Er wollte noch mehr hören, also erzählte ich ihm alle sieben. Wir werden sehen, was passiert, aber es war die richtige Entscheidung. Andrew ist ein guter Mensch, das wusste ich immer, aber er ist ein guter Mensch. Okay, aber... 15. August 69. Wie würde es überhaupt rüberkommen, wenn ich den Anführer der Station anbaggere? Das ist das Letzte, was er jetzt braucht. Mir geht es ums Überleben. Wer denkt in einer postapokalyptischen Hölle schon ans Flirten? Na, das ist, glaube ich, immer aktuell. So, noch einen Tag danach. Ach, egal. Ich werde ihn um eine Verabredung bitten.
Verdammt, ich bin mit meinen Gefühlen doch nicht alleine. Andrew hat sich zurückgehalten, weil er befürchtet, dass eine Beziehung seine Führungsrolle auf der Station beeinträchtigen könnte. Würde es aussehen, als würde er mich bevorzugen? Und wie würden mich die anderen sehen? Was ist, wenn wir uns streiten? Er stellte mir unzählige Fragen, bis ich ihn zum Schweigen brachte. Und mir wurde dabei klar, dass es beim Überleben genau darum geht. Egal wie riskant es auch sein mag, die Liebe ist es wert. Außerdem haben wir einen gemeinsamen Feind. Und bei diesem Thema werden wir immer gleicher Meinung sein. Naja gut, das schießt das eine, schießt ja das andere nicht aus, oder? Ja gut, aber die Frage von wegen, was ist, wenn sie sich streiten? Oder dieses, er bevorzugt ja, sie, wenn sie seine Freundin ist, es würde kommen. Ja, vermutlich. Natürlich. Ja, weiß ich aber auch nicht. Ich meine, du kannst das dem einen doch nicht gewähren und der andere darf es nicht. Ja. Jetzt sind wir von 69 auf 71 vorgesprungen, ne? Also da oben im Datum, ja. Ist auch krass. Meine Güte, an dieses alte Ding habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich war wohl abgelenkt. Andrew und ich haben letzten Monat geheiratet und heute bin ich schwanger. Ich habe es Andrew noch nicht gesagt. Ich will es noch eine Weile für mich behalten. Ich kann gar nicht glauben, dass ein neues Leben, eine neue Person in mir existiert. Andrew hatte die Idee. Ich dachte, er hat einen Knall, als er mir davon erzählte. Wer würde in so einer grausamen Umgebung ein Kind in die Welt setzen? Der mit seinem verdammten Optimismus. Aber er hat recht. Kinder sind die einzige Zukunft, die wir haben. Ich weiß nicht, was dem Kleinen oder verdammt nochmal uns passieren wird. Aber ein Kind in diese Welt zu bringen, während die Saat versucht, uns diese Welt wegzunehmen, fühlt sich an wie eine Art Rebellion. Es gibt mir Hoffnung. Und das ist verdammt nochmal genau das, was wir jetzt brauchen. Also gut. Ich weiß jetzt nicht. Nee, hat sie einen Namen? Einen Namen von ihr? Nein. Nee. Andrew hat auf jeden Fall ein Kind. Mit irgendeiner Frau. Ja, also spielt, also ich, gut, wir wissen natürlich jetzt nicht, wie aktuell das da drin ist, aber scheinbar spielt das so 1970er, 60er, 70er so. Ist da irgendwo so angesiedelt. Hua! Guck mal, wenn man eine Rolle macht, dann so. Ah. Sieh mal einer an. Sie sind wach. Commander Ford ist aber eine Frau. Sie haben vor unseren Toren gut gekämpft. Oder ist sie die Frau von Commander, also vom Andrew Ford und ist jetzt... Ach so. Das, ja. Ah. Oder ist es schon so lange her, dass sie das erwachsene Kind ist jetzt? Kann auch sein. Unterschiedliche Dinge. Mit wem spreche ich? Ich bin Commander Ford. Das ist meine Basis und Sie sind ein unerwarteter Gast. Doch, jo. Es ist meine Aufgabe zu wissen, welche Sorte Mensch ich hier aufnehme. Wir haben seit Wochen keine Lebenden am Ufer gesehen. Sie sagen mir jetzt, warum Sie wirklich da draußen waren. Oder wir überlassen Sie der Saat. Oh, sind wir doch einfach mal ehrlich, ne? Ich versuche auf den Inselturm im Meer zu kommen. Es ist lange her, dass jemand den Turm betreten hat. Aber sie werden keine Möglichkeit haben, dorthin zu gelangen. In Wahrheit ist die Station von der Außenwelt abgeschnitten. Nachdem wir sie hereingebracht haben, mussten wir die Tore verbarrikadieren. Die Saat ist überall. Aber jetzt, da Sie hier sind, habe ich eine Idee. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie wollen hier raus? Dann erledigen Sie etwas für uns. Ja, na gut. Zuallererst brauchen wir Strom. Unser Reaktor wurde durch den Sturm deaktiviert. Mit genügend Strom können wir vielleicht einen anderen Weg nach draußen finden. Einen anderen Weg? Es ist keine Tür, also nicht direkt. Und es ist unklar, ob es funktionieren wird. Der Reaktor befindet sich auf der unteren Ebene. Ja. Es führt eine Treppe hinunter. Bringen Sie ihn zum Laufen und kommen Sie dann hierher zurück. Ja. Wo, warum ich? Ich hätte schon mal gefragt. Das hätte ja auch schon jemand anders mal lange machen können. Weil ich heute nicht noch einen meiner Leute verlieren werde. Das dachte ich mir schon, ja. Wir haben dort unten vor einigen Tagen jemanden verloren. Ich vermute, die Saat hat einen Weg hineingefunden. Gehen Sie wegen Ihrer Klinge zu Riggs. Ihre Fäuste werden gegen die Saat nicht ausreichen.
Wenn sie uns diesen Gefallen tun, helfe ich ihnen hier raus. Du bist halt entbehrlich, ne? Also du bist halt... Du gehörst eh nicht zu ihren Jungs da und so. Und naja. Okay. Achso, MS-Karte, ne? Ja. 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 Hallo. Hey, schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Oh, willkommen in Station 13. Ja, ich fühle mich schrecklich. Ich habe mein Bestes getan, dich zu verarzten. Du scheinst so einiges auszuhalten. Ich bin Riggler, aber die meisten nennen mich Riggs. Also dein Schwert hat im Kampf viel abbekommen. Konnte leider nicht viel reparieren. Die Klinge war zerschmettert, als wir dich fanden. Das ist jetzt leider nur noch Altmetall. Dann kann ja mal was Neues schnippen. Sie hat ein paar Waffen in der Stadt gefunden. Vielleicht kann sie dir helfen. Oh, sie ist anscheinend unten im Keller, um den Reaktor zu überprüfen. Ja. Viel Glück dort unten. Also ohne irgendwas müssen wir da jetzt runter. Wir haben Fäuste und hast Füße. Hast du mal gespeichert? Können wir das? Spiel beenden. Einstellung, Sprache, Steuerung. Na gut, ich denke mal, du kannst mehrere Charaktere erstellen, weißt du? Ich denke, er speichert einfach deinen Fortschritt automatisch auf den Charakter. Wie so ein MMO halt. Mal ab in die Kitchen da hinten. Kriegen wir da Lebensmittel oder irgendwas zu essen? Wir sind schon dran vorbeigelaufen, die war da hinten. Die war da hinten, ne? Oh. Ding, ding! Viele da draußen. Wie bei WoW, die ins Gespringe. Ach was. Ich kann keinen Meter weit sehen. Hoffentlich kommt der Strom bald wieder zurück. Das scheint hier nicht unbedingt die Küche zu sein. Mehr so der Partyraum. Der sieht aus wie eine Wache oder so. Hey, ich behalte dich im Auge. Teste mich nicht. Hast du gehört? Baller ihm gleich eine. Ne, hier geht's ganz raus, da wollen wir nicht hin. Also. Okay. Oh. Schön den Reifen getreten. Wasser haben die auf jeden Fall, ja. Okay, da geht's. Wir sind jetzt da, ne? Ich spreche doch mal mit dem. Da hast du dir aber nicht die beste Zeit für einen Aufenthalt in der Station ausgesucht. I'm sorry. Hey du. Der Reaktor ist durch diese Tür und dann die Treppe runter. Verlier nicht den Kopf. Ist hier noch was? Achso. Reaktor B1, ne? Mhm. Ja. B1. Wo steckst du? Falls du versuchst, mich zu erschrecken, werde ich. Ich kann das nicht, ich hasse sowas, das macht mich so irre. Aber das beschleunigt dich. Ja, es nervt. Achso, na gut. Woher kommst du denn her? Ich hatte wegen dir fast einen Herzinfarkt. Hier unten läuft sonst niemand rum. Du bist nicht aus dieser Gegend, oder? Ich heiße Ace. Ace Cotterell. Und du? Wir können es uns also nicht vorstellen, na gut. Was treibst du hier? Ich suche nach meinem Freund Les. Er sagte, er würde hier unten ein paar Dinge reparieren. Das ist nun schon Tage her. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Hm. Alle anderen haben ihn abgeschrieben, aber ich nicht.
Vielleicht ist er... Aber wieso soll der alleine losziehen? Er wollte einfach für eine Weile von hier weg. Les ist gerne alleine. Das ist in der Station ja nicht so einfach, verstehst du? Hast du jemals einen Reaktor gestartet? Nee. Naja, es wird hier erstmal ganz schön laut werden. Aber du hast Glück. Man muss einfach nur einen Knopf am Terminal drücken. Es liegt über uns. Ich hätte mich ja selbst drum gekümmert, aber ich weiß nicht, was sich hier herumtreibt. Zu zweit haben wir vielleicht eine Chance. Also, ich hätte da eine Idee. Du gehst hoch und startest den Reaktor und ich helfe dir, die Monster loszuwerden. Du brauchst sicher eine Waffe, oder? Mal sehen, was ich für dich hab. Ach, okay, jetzt geht's so. Oh. Du musst so einen Archetyp auswählen. Der Jäger. Jäger sind auf präzise Fernkämpfe spezialisiert. Sie sind mit einem ultrapräzisen Jagdgewehr, einer robusten Repetierpistole und einem beweglichen Altmetallschwert bewaffnet, mit dem sie Ziele ausschalten, bevor diese sich nähern können. Ihre Modifikation Mal des Jägers markiert Gegner, wodurch diese für sie und Teammitglieder durch Wände hindurch sichtbar werden. Die kritische Trefferchance ist bei markierten Gegnern ebenfalls erhöht. Achso, okay. Den haben wir hier. Der Exkultist. Der Exkultist. Das kann ich ja mal vorlesen. Aha. Steht gar nicht. Das sieht auch übel aus. Der Exkultisten sind auf Nahkampf und Unterstützung spezialisiert. Sie sind mit einer mächtigen doppelläufigen Schrotflinte, einer robusten Repetierpistole und einem tödlichen Altmetall-Kriegsball bewaffnet. Sie kontrollieren die Lage aus mittlerer Reichweite mit explosiven Schaden. Ihre Modifikation Aura des Heilers wirkt eine Flächenheilung, die nach und nach die Gesundheit aller Teammitglieder wiederherstellt. Nicht schlecht. Das ist vielleicht eher was für dich als der Jäger. Ich kenne dich ja. Plünderer sind auf Nahkampf und Nahkampfschaden spezialisiert. Sie sind mit einer verheerenden Schrotflinte, einer robusten Repetierpistole und einem massiven Altmetallhammer bewaffnet. Plünderer entfalten ihr Kampfpotenzial am besten bei direkten Konfrontationen mit den Gegnern. Ihre Modifikation Brandmunition setzt ihre Munition in Brand und hat die Chance, Gegner anzuzünden. Also entweder Exkultist oder der Plünderer. Also ich würde ja auch den Jäger nehmen, aber du bist ja bei sowas immer so. Was heißt denn bei sowas immer so? Ja, du bist manchmal immer, dann weiß ich nicht. Das ist eine interessante Umschreibung. Das ist eher so der Kriegertyp, glaube ich. Ich meine, mir ist auch mal aufgefallen, ich kann, wenn ich mich daran gewöhnt habe, ist das okay. Ich versuche manchmal aber auch reinzurennen, obwohl das gar nicht so gut ist. Also der ist sicherlich ganz interessant zu spielen. Aber irgendwie liegt mir das, glaube ich, schon eher, ja. Obwohl der auch ganz cool ist. Wir nehmen den jetzt hier. Wollen wir hier was sehen, ne? So, das sollte unsere Chancen verbessern. Krieger! Aktiviere den Reaktor. C. Achso, das ist... Ja, gut. Konntest du nicht mit... Was konntest du denn die Dinger wechseln? Warte. X. Geh hoch und aktiviere den Reaktor. Erstmal den kleinen Ballermann, also die kleine Pistole, und dann musst du aufpassen, das ist natürlich nicht so viel Munition. Oh, meine Entschuldigung, das ist ein Impuls gewesen. Ich sehe Treppen, ich muss glaube ich auch gleich mal das Licht da ausschalten. Ich sehe, also ich weiß noch nicht, ob das blendet immer so. Ich warte mit dem Drücken. Na gut. Ich drücke. Axum Serie 980 CPU, 5 MHz. Warnung, unbefugte Verwendung dieses Terminals ist verboten. Konsultieren Sie die Betriebsprotokolle OPEX 1107-10-12A, bevor Sie fortfahren. Ja, machen wir. Erstmal einen Systemtest durchführen, ne? Da hab ich Bock drauf. Okay. Alles ist fehlgeschlagen. Na gut.
Ja, Systemcheck klappt irgendwie gerade nicht so. Ach so. Okay, gut. Also eigentlich ist das alles irgendwie ganz schön kaputt hier. Ups. Ah. Erdrückt. Entschuldigung. So, Reaktor initialisieren. Oh, shit. Warum sind die eigentlich hier überall? Was soll denn das? Hey. Ja, ich wollte nur was einsammeln. Tut mir leid. Okay, das ist cool, dass man hier die Seite wechseln kann. Also sich das noch entsprechend anpassen kann, wie man möchte. Headshot! Haha! Oh, ist noch was. Alles gut. Denke daran, dass du Munition hast, ne? Nicht, dass du hier rumballerst. Und von der Shotgun hast du nur 21. Ja. So, und für Nahkampf vielleicht echt den Hammer nehmen. Weil du bist ja kein Jäger, du bist ein Nahkämpfer. Das stimmt. Hallo? Okay. Ist hier noch irgendwo einer? Da. Abschuss. Oh. Ah, hat er dich erwischt. Da liegen Sachen. Ja. Oh. 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 Alle getötet. Mhm. Ich hab's geschafft. Und zudem deinen Hintern gerettet. Ja. Hey, mach dir nichts draus. Wir leben und haben wieder Strom. Es geht aufwärts. Du solltest dich beim Commander melden. Komm ich mal in meinem Laden besuchen, klar? Du bekommst dann auch den Kann-Hilfe-Brauchen-Rabatt. Hör sie sich gerne an. Aber jetzt hat sie uns geholfen. Aber war da nicht noch irgendwas, das man aufsammeln konnte? Ja, ich guck gerade, ob hier noch was rumliegt. Weil da leuchtete doch was auf der Treppe. Oder war das, ist das weg jetzt? Ich denke mal, das wird weg sein, ne? Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Ups. Schadet ja nicht. Hier kommen wir runter. Er ist wohl tot, der Kumpel da? Ja, zumindest scheint es nicht mehr interessant zu sein jetzt gerade. Aber ich das Gefühl hatte, ich habe da noch irgendwen gehört eben. Na. Ist irgendwie Altmetall, ne? Ups. Ja, gut, okay. Altmetall, Altmetall. Und Munition, achso, okay. Ja, richtig. Nachgeladen, ja. Yep. Also, den Mauser können wir auch wechseln. Escape. Gameplay, Steuerung. Kampf, Nahkampf, Left Mouse Button. Ja, aber das Problem ist ja, wie tun wir denn? Achso, das ist bei, das ist das Problem. Das ist beides auf ein. Rechte Maus, das ist Zielen. Warte. Zack. Ich muss die Waffe wechseln. Und das sollte gehen. Ja, die Nahkampfwaffen laufen hier einzeln. Also du kannst nur die Fernkampfwaffe wechseln. Nahkampfwaffe, deswegen.
Brauchst du extra, Hammer, ey. Extra Taste. Voll in die Fresse. Deswegen denke ich mal, dass es wirklich besser ist für ein Gamepad eigentlich. Ja, naja, meistens hast du beim Gamepad, drückst du zum Beispiel X für Nahkampfangriff und hast zum Beispiel, ja, den Recht, die Recht, diese Schultertasten rechts oder so und dann hast du Gewehr und zielst mit der Pistole oder mit dem Gewehr. Ja, zum Beispiel, ja. Oh, der hat einen komischen Fuß. Ja. Du riskierst sogar für Fremde ganz schön was. Meine Mission ist das Risiko wert. Ah ja, du willst auf diese kleine Insel, richtig? Da es nicht viele davon gibt, machen Neuigkeiten hier schnell die Runde. Hey, hör zu. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich will helfen. Ehrlich. Du strahlst deine Aura des Schicksals aus. Du willst die Welt retten, nicht wahr? Ich werde es versuchen. Das ist die richtige Einstellung. Hier, ich möchte, dass du das hier nimmst. Viele ist es schwer, da draußen nicht die Hoffnung zu verlieren. Ein alter Freund sagte mir, es könne den Tod abwenden. Zumindest für kurze Zeit. Und solltest du sonst noch was für deine Ausflüge brauchen? Dann komm vorbei. Ace hat ihren Laden da drüben. Wir beide haben jede Menge nützliche Kostbarkeiten. Aber dieses Stück hier gebe ich dir kostenlos. Pass gut darauf auf. Ist es unhöflich zu fragen? Oh, das ist eigentlich eine legitime Frage. Weil es der Rest der Welt nicht ist. Wir müssen die Balance bewahren. Eins noch. Alan, Commander Ford, weiß mehr über die Insel, als sie preisgeben will. Frag sie nach dem Gründer von Station 13. Sie wird dir den Weg weisen. Hey, du. Mit dem Drachenherz fühlst du verlorene Gesundheit wieder auf. Es kann nur begrenzt oft eingesetzt werden, bevor es erschöpft ist. Es wird durch Ausruhen am Checkpoint oder wenn du stirbst, wieder aufgefüllt. Ah. Ja, obwohl das Ding ist, ja, brauchen wir nicht noch. Können wir den nicht fragen, ob der noch so einen Drink hat? Nein, wir können uns ja hier wohl irgendwo ausruhen, damit das da unten wieder hochkommt, aber... Sprich doch mit Elle. Geht noch nicht. Sie will dir sicher persönlich danken. Da. Vielleicht taucht Les ja doch noch auf. Also er ist noch nicht zurück, ne? Weihnachtsdeko. Achso, hier sind so Klamotten, die es denn hier so gibt, ne? Mhm. Schön mit so einer Schädelgasmaske, da hätte ich was gesagt. Ja, schicklich, schicklich. Also es macht eigentlich einen ganz soliden Eindruck, so. Mhm. Hey, ja, ich bin halt kein, wie wir ja schon mal sagten, ich brauche immer einen, also mit dem PC spielen ja, aber ich brauche einen Controller, ich kann das nicht. Ja, eigentlich ist es ja, wenn ich mich nicht völlig irre, auch ein Konsolenspiel gewesen, bevor es auf PC rüberschwappte. Und von der Sache her, wie gesagt, ich denke, es lässt sich besser über das Gamepad spielen, weil du bei der Maus, die hat ja nur drei Knöpfe, normale Maus, ne? Jetzt muss ich ja den Seitendings hier belegen und so. Wir holen uns erstmal aus. Ist ja alles so ein bisschen... Geht das hier irgendwo? Wieso nicht? Naja, wir müssen... vorgelegen. Also wirklich nochmal zum Chef nochmal Entschuldigung. Ach, langer Tag. 3 Stunden Autofahrt. Weihnachten halt, ne? Ja, die Fahrerei macht mich auch immer so müde. Hi, na? Ich bin froh, dass Sie den Reaktor wieder einschalten konnten. Reggie hat Ihnen also ein Drachenherz gegeben. Ah, er würde dieses Artefakt nicht so leichtfertig hergeben. Er muss einen guten Grund haben. Er glaubt, dass ich ein Schicksal zu erfüllen habe. Er sprach zudem vom Gründer von Station 13. Ja. Seine Notizen würden sich wohl als nützlich erweisen. Nun gut. Reggie gibt sich wie ein alter Narr, aber sein Urteilsvermögen ist hervorragend. Sie haben sich bewährt, Fremdling. Ich bin bereit, Ihnen nach draußen zu helfen. Hm. Das sage ich nicht nein. Sie werden da draußen ohne Hilfe aber nicht lange durchhalten. Gehen Sie runter, um mit Riggs und McCabe zu sprechen. Sie werden Ihre Ausrüstung verbessern. Kehren Sie danach zu mir zurück. Ja, das sind aber auch so typische
typische Aufgaben, ne? Ja, Tutorial mäßig noch, dass man weiß, wie geht das. Ja. Was kannst du machen? Hey du, danke, dass du den Strom wieder eingeschaltet bitte, hast. Bitte, bitte, bitte. Ford meinte, wir sollten dich für die Stadt klar machen. Als Dank dafür, dass du uns geholfen hast. Ah, vielleicht können wir deine alte Klinge doch noch verwenden. Lass mal sehen. Hm. Okay. Rix wertet deine Schusswaffen und Rüstung auf, wenn du ihm die entsprechenden Materialien lieferst. Halte sie vom besiegten Gegner oder finde sie in der Welt. Es ist äußerst wichtig, deine Schusswaffen und Rüstung aufzuwerten, um die immer schwieriger werdenden Gegner des Spiels besiegen zu können. Das klingt sinnvoll. Mhm. Ach so. Ja, guck mal, hier, da. Da steht, dass du das ausgerüstet hast. Sehr schlau, ne? Okay, wir haben nicht genug. Ah doch. Warte. 7 haben wir, glaube ich, und 4 braucht's, ne? Mhm. Ja, Waffenmods können wir da ranbauen. Okay, auch alles klar. Hier auch? Nee, da nicht. Die Frage ist, ja. Warte mal, was ist denn R? Ah, oh, achso. Oha. Achso, ja gut, das ist natürlich hier ja die Widerstände, die wir haben. Genau, wie gut wir mit welcher Waffe können. Mal gucken. Kannst du auch noch umblättern. Naja. Du hast doch jetzt auf Waffe, oben rechts. Kannst du auch Rüstung. Das ist auch so... Das ist echt... Könnte ein bisschen heller sein, ne? Ach, Gewicht, guck mal. Was wir natürlich nicht so genau wissen ist, findet man da noch irgendwas Besseres? Interessant ist natürlich auch, guck mal hier, da, Rüstungsboni, also Sets halt, ne? Wir haben jetzt zwei Teile von diesem Schatzjäger-Set, denk ich mal, das Abenteurer. Ja. Erhöht die Chancen, Eisenmaterial von zerstörten Gegenständen zu erhalten, erhöht die Menge an Altmetall, die aufgehoben wird, um 20%. Also gar nicht mal schlecht. Ja, ein drittes Teil wäre natürlich noch besser, ne? Ja. Na, dann würde ich erstmal die Waffen hochsetzen. Aber wie... Oh Gott. Gesundheit. Oh, danke. Also ich weiß ja nicht, mit was du jetzt erstmal eher kämpfst. Also ich denke, die Pistole ist nicht unwichtig. Also denn, ne? Eisen. Ach, unten da, rechts. Aufwerten da, ne? Achso, ich dachte unten rechts drücken, aber nee, dann musst du auf Aufwerten drücken. Repetier aufwerten? Ja gut, dass sie nochmal fragen. Finde ich auch immer ganz gut, falls man den falschen Knopf drückt. Ja. Okay. Ein Bombs. Das war's. Okay. Okay. Schon viel besser. Oh, und nimm das hier. Das Material ist nicht das stärkste, aber es sollte mehr Schutz als die alten Klamotten bieten. Ah, na also, so ist es stabiler. Jede Verbesserung hilft. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit der Rüstungsgeschichte da ist. Körperpanzer des Plünderers! Brauchst du das nicht selber? Wir haben zwar nicht viel, aber du hast uns geholfen. Jetzt helfen wir dir. Schau jederzeit vorbei, wenn du deine Waffen aufwerten willst. McCabe da drüben wird dir mit deiner Rüstung helfen. Mit ihr solltest du nur über die Arbeit reden. Ach, weißt du, sie redet nicht gern mit Leuten. So, mal gucken nach der Ausrüstung. Herausforderer. 3 Teile. Erhöht den verursachten Gesamtschaden von allen Quellen des Trägers bei Gegnern innerhalb von 5 Metern. Der durch Gegner erhaltene Schaden wird innerhalb dieser Reichweite um 15% verringert. Ja gut, also wir stecken weniger Schaden ein. Ja. Von allen Quellen. Ja, ja, das heißt, wenn man Multiplayer spielt, dann erhöht man auch die anderen Leute da. Ja. Interessant, interessant. Okay. Du bist aber nicht mehr so gegen... Du bist anfälliger gegen Elektrizität und so. Und natürlich verliert man dadurch natürlich den Bonus für Metallteile finden und sowas. Ja gut, ich glaube, das kommt vielleicht ein bisschen drauf an. Du bist also der Streuner, von dem Ford erzählt hat. Streuner? Wir haben auch ohne dich schon genug Mäuler zu stopfen. Offenbar genügt es Commander Ford, wenn man ein paar Saatkreaturen getötet hat.
Wenn Ford meine Zeit mit jedem dahergelaufenen Streuner vergeuden will, werde ich ihr was erzählen. Ich bin McCabe. Ich bin hier die Ingenieurin. Und du nervst mich jetzt schon. Ich bin kein Altmetallhändler, klar? Ich arbeite nicht mit Müll. Das ist die Apokalypse. Ich bin so lange schlecht gelaunt, wie ich Bock drauf habe. Dann lass mal sehen, was du hast. Mehr bekommst du von mir nicht. Sammle weitere Komponenten, dann mache ich mehr. Für einen Preis. Geh jetzt. Hab keine Lust mehr auf dein Gerede. Das ist echt ein miese Peter McCabe. Ja, ja. Waffenmods geben deiner Fernkampfwaffe das besondere Etwas. Mit einem ausgerüsteten Waffenmod stellt eine Waffe Mod-Energie her. Wenn du Schaden an Gegnern verursachst, sobald die Energie voll ist, kannst du mit F den Waffenmod aktivieren. Ach so, ah ja. Entschuldigung. Mhm. Einige Waffenmods aktivieren sich sofort, andere lösen einen alternativen Feuermodus aus, durch den deine Waffe mächtige Projektile mit verheerenden Effekten abfeuert. Okay. Öffne das Inventar, um einen Waffenmod auszurüsten. Wähle dort eine deine Fernkampfwaffe aus und drücke X, um den Waffenmod einer Waffe zuzuweisen. Meine Güte. Achso, ja, verstehe, ja. DA. Musst du das auch mal tun? Er macht es auch einfach nicht. Und dann vergisst er das nachher und dann ist alles im Arsch. Ist doch ausgerüstet. Sicher? Ja. Mhm. Bei der Pistole. Kann die ja woanders. Das kann die jetzt. Munition, die Feuerschaden verursacht, wodurch der Schaden um 5% erhöht wird, besitzt eine 30%ige Chance, den Effekt Brennen auszulösen, der über 10 Sekunden hinweg 110 Feuerschaden verursacht. Bleibt 15 Sekunden lang bestehen. Na dann. Achso, zum Commander Ford zurück. Tsch. Gibt's ja nicht. Ja. Hier ist wie ich. Ah, am Commander Ford vorbeigelaufen. Hä? Ja. Ah, die Todesrolle. Ja, ist nicht lustig. Oh, und tut mir leid. Man hat sie ausgerüstet. Gut. Gut. Riggs und McCabe leisten hervorragende Arbeit. Ich hoffe, die Ausrüstung wird ihnen auf ihrem Weg helfen. Über die Tore können wir derzeit nicht nach draußen. Aber der Gründer, mein Großvater, hat mir vor Jahren diesen Schlüssel gegeben. Ach, dann spielen wir schon bei deiner Zukunft. Er sagte, wir sollen ihn nur verwenden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. War das dein Großvater, der Andrew? Wir haben keine Wahl. Ja, scheint so, ja. Sie haben schließlich ihr Leben für uns riskiert. Also gebührt ihnen die Ehre. Hier, im Hauptraum befindet sich ein Terminal. Verwenden Sie dort den Schlüssel. Mit etwas Glück können wir das Ding zum Laufen bringen. Und wenn wir uns dabei alle in die Luft springen? Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Okay. Man sieht leider auch nicht, wo man hinlaufen soll, ne? Oder geht's irgendwie auf der Map irgendwas? Nee, ne? Kontrollraumterminal, das ist gut. Würde hier wohl nicht sein, ne? Das wäre ein bisschen. Kontrollraumterminal. Oh, vielleicht der. So, der große Raum da vorhin. Hier? Da ist doch was rot, was da blinkt auf der Karte. Da. Nee, umdrehen. Rechts. Links, da rein. Nee. Also. Da oben, glaube ich. Ah. Das sieht gut aus. Auf dem PC ist das passiert. Wenn du die Taste drückst, um fortzufahren. Kein unbefugter Zugriff. Yep. Station 13. Kommando- und Steuerungsterminal. Okay. Wir initialisieren den Schlüssel. Ich sag mal ins Logbuch gucken können. Dieser komische Kristall.
Okay. Eindruck, nicht wahr? Ich hatte zuvor nur darüber gelesen und es nie selbst gesehen. Dieses rote Auge ist jetzt womöglich unser einziges Tor in die Welt da draußen. Yeah. Sie wollen hier raus? Das ist Ihre Chance. Was hat es mit dem Gründer auf sich? Vor mir war mein Großvater der Commander. Er wird als Gründer von Station 13 gesehen. Als die Saat zum ersten Mal angriff, brachte er alle in die Station. Er war fest entschlossen, den Ursprung der Saat zu erfahren. Er verbrachte sehr viel Zeit da draußen. Und schließlich kehrte er eines Tages nicht zurück. Ich weiß nicht, was ihm zugestoßen ist. Hat er das bezüglich der Saat zurückgelassen? Direkt außerhalb der Station gibt es einen Raum. Seine Notizen und andere Anhaltspunkte befinden sich dort. Wenn Sie das Atoll erreichen wollen, dann ist er vielleicht der Letzte, der weiß, wie man dorthin gelangt. Hören Sie, ich weiß, das alles ist nicht leicht. Das ist es für niemanden. Aber Sie haben uns geholfen. Dafür bin ich dankbar. Sie sind hier jederzeit willkommen. Viel Glück. Schon ganz nice. Also, den kann man also immer rausporten. Und das ist wahrscheinlich so ein Open-World-Gebiet, da denke ich mal. Ja, aber jetzt können hier auch andere Spieler eintreten. Also Multiplayer ist machbar jetzt. Achso. Wir haben Autoreifen auf der Schulter. Ja, Rüstungspanzer des Gladiators. Ist das nicht schönes? Likör des Entkommens. Nach Verzehr wird der Spieler zum Checkpoint, der zuletzt aktiviert wurde, zurückkehren. Eine Tasche mit Gegenständen, die das Überleben erleichtern. 3 Elixiere der Erleuchtung, eine Munitionskiste, 2 Ölelixiere, 3 Verbände, 3 Blutwurz, 25 Eisen und 500 Altmetall. Hast du mal mehr Klamotten da unten, Kittel des Bla. Hast du da irgendwas freigeschaltet? Zack, noch mehr Hose des Untergangspropheten. Aber wo geht denn das alles hin? Eigentlich hatten wir da oben ja, Dings. Blick mal auf den Helm. Ja. Kann man das nicht ändern? Ist doch da eben Flong, Flong, hast du eben schon gesehen, ne? Ja. Ausrüsten, steht da unten, was man machen muss. Warte mal. Ach, guck mal, das sind Skins, sind das? Ach so. Ah. Ja, das sind Skins für die Klamotten. Na gut. Okay. B ist zurück. B ist zurück. Ja. Hier wahrscheinlich. Ach so, auch weil da irgendwas mit Kittel stand. Ja, wir gucken. Ja, das ist ja richtig. Hier sind Abenteuer, was genau. Wir legen jetzt einfach mal alles an, wir haben es ja. So. Jedes Mal, wenn dein Charakter auflevelt, erhält er einen Eigenschaftspunkt, mit dem er mit dem Level einer Eigenschaft aufgewertet werden kann. Die Eigenschaften sind im ganzen Spiel verteilt und werden durch bestimmte Quests und gelüftete Geheimnisse freigeschaltet. Also. Aha. Aber auch gut, dass man durch Geheimnisse dann auch was kriegt. Das lädt so ein bisschen zum Erkunden ein, ne? Achso, okay. Haben wir schon einen Punkt? Hätte ich ja mal die Kondition mal hochgesetzt. Nee, null. Ja, Kondition ist ganz schön low, ne? Ja. Das ist die Karte, okay, macht auch Sinn. Questgegenstände gibt's alles nicht, okay, gut, Charakter. Achso. Na gut. Ist hier noch irgendwas? Nee. So, und dann kann man theoretisch, vermute ich mal. Nur mal gucken. Du hast voll miese Energie. Ja.
Warte mal eben gucken, ob das noch irgendwo... Ich hoffe aber mal, dass das... Ist ja ein Checkpoint, ne? Mhm. Ah, okay. Ah, gut. Achso, und dann ja. Der Überlebensmodus ist nur verfügbar. Der Überlebensmodus kann am Weltenstein-Station 13 unter Welten, Welteinstellung aufgerufen werden. Achso, okay. Okay. Achso, ach, guck mal hier. Wir können den Story-Mode spielen. Das machen wir ja gerade. Und wir können den Abenteuer-Modus spielen. Suchst du nach einem bestimmten Boss oder einer bestimmten Quest? Der Abenteuer-Modus erlaubt dir ein kurzes Spielerlebnis, das sich auf einer einzelnen Welt konzentriert. Der Abenteuermodus setzt den Kampagnenfortschritt nicht zurück. Ach so. Also. Das ist also der normale Story-Mode, den wir sind. Und dann kannst du hier scheinbar gezielt. Ja, wenn du irgendwie was gezielt abfarmen willst oder so, kannst du, dann musst du da nicht überall direkt durchlaufen, kannst dich direkt dahin porten, ne? Also schätze ich mal theoretisch. Mhm. Interessant. Genau, was hatten wir eben? Du kannst jederzeit eine Kampagne und einen Abenteuermodus aktiv haben. So, verwende die Welteneinstellung, um zwischen Kampagne und Abenteuermodus zu wechseln. Okay, interessant. Ist das hier? Versteck des Gründers? Nein. Nee, ne? Das ist doch das, was sie gesagt hat. Ja, das ist, ne? Auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man das halt auch zu zweit oder zu dritt mal zocken kann. Ja. Scheint mir ein ganz nettes Spiel zu sein. Auch dafür, dass es aus 2019 ist, finde ich, die Grafik ist super. Hier schön, ein bisschen ins gute Licht hier. Ja. Kannst auch nichts sagen. Ha! Nee, also die Animationen sind auch sehr schön gemacht und so. Ich meine, wir tun jetzt gerade so, als ob das Spiel uralt wäre. Das ist es ja nicht, 2019. Nee, aber du hast manchmal, ja... Ja, das sind 2 Jahre, ne? Gut, das stimmt natürlich. So, ja. Aber das, ich glaube, was heißt, es geht nicht mehr wie das. Geht technisch sicherlich, aber das ist auf gutem Stand. Da kann man jetzt nicht sagen. Ja, manchmal gibt es Spiele, die sind 3 Jahre alt, wo du denkst, oh. Also so, die sind, das mag man irgendwie nicht, aber das finde ich, oh, aha. Das finde ich, sieht jetzt hier nicht so aus. Wir beklauen die. Ja, richtig. Es sieht, ich will jetzt nicht sagen überraschend gut aus, ne? So, aber es hat halt schöne Elemente. Es ist grafisch so gut, dass sie diese, dass sie die Skins drin haben. Ist eine witzige Idee. Ich habe keine Lust zu reden. Oh ja, ist ja gut. Die, ey. Da ist auch noch ein roter Punkt dahin. Das da? Ist das der Ding? Das ist, glaube ich, der Wegenspunkt. Ich guck noch mal. Ach so. Ja, und das, also, es ist ja ein bisschen Open World, also so wird das wohl gemeint sein, weil du kannst dich hier rausporten. Es ist so ein bisschen Open World dich da draußen, aber du hast immer diesen Rückzugspunkt, also so ein bisschen Fallout-mäßig vielleicht, dass du halt diesen Vault hier hast, sag ich mal. Und dann gehst du raus, um irgendwelche Sachen zu erledigen. Dann warst du nachher nicht mehr in deinem Vault drin, oder? Naja gut, Fallout 76 hast du ja deinen eigenen gebaut nachher. Ja. Ja, das habe ich ja nicht gespielt. Aber so in diese Richtung, dass du immer wieder hierher zurückkommst, anfangs, um deine Sachen zu verkaufen, vielleicht Quests anzunehmen, irgendwie so ein Kram. Aber der Rest ist halt eine offene Welt da draußen. Mhm. Und du kannst es halt mit mehreren spielen. Also entweder, also du kannst es solo spielen oder mit mehreren Leuten. Mhm. Und ich erinnere mich daran, dass Daniel mir erzählt hatte, da war ein, ich muss lügen, ich glaube, es war ein Boss, der zweigeteilt war. Irgendwie so war das. Und es ging auch alleine, dass du den dann... Du musstest nur schnell genug, wenn du den einen getötet hast, musst du nur schnell genug die anderen umhauen. Mhm. So, und da hat er auch damals über die Rest in Peace Communities von PlayStation halt Leute gesucht. Oder die haben ihn gefragt. Irgendwie so war das. Und dann haben sie das halt zu zweit oder zu dritt oder sowas gemacht. Ja? Mhm. Das war ganz entspannt, sagte er. Das war ganz cool. Und danach sind die einfach rausgedroppt aus seinem Spiel und fertig. Mhm. Also gut halt, ne? Also es ist halt dieses Drop-In-Drop-Out-Verfahren wie bei Dead Island und Co. Dass du kannst einfach rein ins Spiel, gehst einfach raus ins Spiel. Du verlierst bei dir nichts und so, alles ist gut. Das finde ich ganz gut. Und ich glaube, da muss ich jetzt aber lügen, es ist so, dass wenn du
mit mehreren Spielern spielst, dass es dann schwerer wird. Also, dass die Gegner halt mehr Wumms haben und so weiter. Aber auch die Beute ist dann wohl besser. So halt, ne? So dass es sich eigentlich theoretisch schon lohnt. Wahnsinn. Und es ist aber auch theoretisch umfangreich, ne? Also du kannst eine ganze Menge tun und machen da. So, also er hat es halt sehr hoch gelobt und sowas. Und ich glaube, er hat schon nicht Unrecht gehabt damit. Ist, denke ich, aber auch so ein, naja, es geht so ein bisschen in die Schneise von Diablo und Co. halt, ne? So ein Hack and Slay, so ein bisschen so. Also du kannst es wahrscheinlich in Anführungsstrichen endlos lang spielen. Beziehungsweise nachher bist du an einem Punkt, wo du wahrscheinlich nur noch deine Ausrüstung minimal verbessern kannst oder sowas. Mhm. Oder so. Und der muss man wissen, ob einem das Spaß macht, denselben Dungeon immer wieder zu laufen, nur um 1% mehr Schaden zu machen letzten Endes. Das ist aber Diablo und Co. genauso. Muss man ja halt selber entscheiden. Aber ich glaube, es ist ganz cool bis dahin so. Also auch dann vielleicht, muss man halt selber wissen, ne? Schöne Ideen dahinter. Doch, doch. Ich denke, das kann man sich vielleicht nochmal ein bisschen genauer angucken. Genau. So, und vielleicht auch mal irgendwie dann zusammen machen oder sowas. Weil ich glaube, das ist ganz witzig. Ja, 3 Klassen gibt es ja scheinbar. Also, zumindest sieht es im Moment so aus. Ja. Wie lange ging denn das jetzt? Oh, ich glaube, wir sind sogar schon über eine Stunde, ne? Ja, ein Stündchen jetzt. Ein Stündchen jetzt, ja. Ich will nur mal kurz rausgucken. Das machen wir nochmal so zum Abschluss der Geschichte. Wir gucken einmal kurz vor die Tür. Eisen, das älteste Metall der Welt. Ach, zumindest der heutigen Welt. Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Ja, der Hubert schläft, ne? Oder so. Der alte Stinkling. Hihihihi. Aus der Asche. Hallo. Eigentlich wollte ich mich ja nur prügeln, aber schnell irgendwie. Aber das wird wohl nichts. Mal kurz gucken, ob wir hier irgendwo raus können. Wahrscheinlich eher nein. Doch, hier. Das sind lauter Sachen zum Einsammeln. Oh. Dann nochmal. Ölelixier. Eine Magnetkarte. Oh. Ja, das sieht ja... Achso, so ein Saatviech, ne? Ja. Oh. Ist aber was untersuchen. Da auch. Da waren E eben. Weiter links. Ah. Oh, drück doch mal den Knopf einfach. Ach, wer soll das denn lesen können? Pa, ich liege im Sterben. Es besteht kein Zweifel. Ich dachte immer, die Saat würde mich holen oder dass ich wie du nie sterben würde. Aber wir können nicht alle Helden sein. Weißt du, dass du der Einzige in der Welt bist, der glaubt, er könne die Saat aufhalten? Die anderen von uns versuchen einfach so gut wie möglich zurechtzukommen. Ellen und ich müssen ohne dich auskommen. Ich werde dich nicht noch einmal bitten, zurückzukommen. Denke nur nicht, dass du für uns Opfer bringst. Wir haben schon genug geopfert. Ich werde immer deine Tochter sein, Nadine. Na, Ellen ist ja die da unten da halt, ne? Die Aufseherin, hätte ich was gesagt. Aber warum sagt sie denn? Ach so, das ist das Enkelkind. Schätze ich mal, ja. Und Paps, ja, genau. Das. Was ist das Labyrinth? Die alte Kirche? Labyrinth, massiver Turm. Ja, aber was die Saat jetzt ist, wissen wir auch nicht genau. Sieht ja aus wie schon irgendwie wie Dämon, so ein bisschen. Ja. Ah, na, Kirche, wer weiß, was die da für Schabernack getrieben haben. Genau, ein Altkirche. Exorcisten-Style. Na gut, es gibt ja einen Exkultisten als Klasse, ne? Und diese massiven Türme, die tauchen an verschiedenen Locations, an verschiedenen Orten auf und sind Eingänge in, eventuell vermutet, dass es Eingänge in fremde Dimensionen sind. Achso, das sind Teleporter und sowas. Da ist der Tower. Okay, interessant. Huh. Okay, gut, gut, gut. Oh. Ellen, ich möchte, dass du weißt, dass ich dich lieb habe und dass es mir leid tut. Ich weiß, dass Worte es nicht wieder gut machen können. Es ist Zeit zu gehen. Ich gehe, um mit der Saatmutter in der alten Kirche hinter den U-Bahn-Tunneln zu sprechen. Sie wird mir den Weg aus dieser Welt zeigen und dann werde ich gehen. Auf Wiedersehen.
Ah, das klingt nicht so, als ob er noch ganz bei Sinnen war letzten Endes, ne? Irgendwie so. Nee. Die Saatmutter. Ja, sind ja auch so Pflanzenfraggles, scheinbar so ein bisschen, ne? Ach, was? Gucken wir mal an. Ja, das sieht wirklich nicht schlecht aus. Hübsch. Also, wie man es nimmt, halt und hübsch, ne? Ist hier denn keiner, der kämpfen will? Betritt jetzt Fairwave. Okay. Betritt jetzt. Ja, betritt jetzt, ja. Fairview. So, ist das hier quasi wahrscheinlich noch so ein Safe-Spot oder so? Ja, man stimmt da ab. Es wird randaliert. Aha. So alles demolieren, was demolierbar ist. Das Problem ist so mit dem Hammer, wenn du damit angreifst, haust du den weg. Ja. Du musst nur aufpassen, dass du bist halt dann so ein bisschen gebunden, ne? Ja, und weil du im Schwung bist auch dann. Mhm. Also. Öl und so, okay. Ah. Ja gut, es lädt halt zum Erkunden ein, zum Untersuchen, schauen. Kann man hin? Was kann man da machen? Oh, oh, da unten. Ah, geh da hoch erstmal. Oh. Vorsicht, kommt euch der nächste. Ja. Angriff! Oh, Vorsicht! Jetzt hin! Yeah! Ja gut, er schlägt zweimal zu, ne? Ja. Also, den Schwung halt. Ups. Das erschießen. Bisschen gruselig klingt das ja alles, ja. Na gut, verstehe. Ja, da ist obwohl, ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wo wir sind. Geht die Karte hier? Naja, geht naja. So. Na, man kann da wahrscheinlich wieder die Häuser runter und dann sind wir wieder da vorne. Ja, aber sehr, sehr cool gemacht, ja. Hi. Sind wir schon bei den coolen One-Linern angekommen? Schnipper Gas, Bösewicht! Was? Geht. Aber. Nur so ein bisschen? Du sollst ja nicht rumforzen. Gut, okay. Schön, ich denke mal, dann erkundet man hier halt die ganze Welt, macht dies, das, jenes. Mhm. Oh, was ist das? Oh, oh ja, ich habe mir eben schon gedacht, ich sag mal jetzt nichts. Hast du den gesehen, dein Ja, na, der eben, den habe ich auch schon gesehen. So, jetzt müssen wir mal ranhauen, sonst wird vielleicht tot. Vorsicht, so, Bats, wo sagst du den Scheißhammer? Die kreuchen da die ganze Zeit schon rum, denn einen habe ich schon eben von drinnen gesehen, dass der draußen vor der Tür steht. Brauchst eine neue Brille, es geht so nicht mehr weiter. Der braucht ein bisschen mehr, der sieht ein bisschen größer aus wie die anderen. Oh, Vorsicht, hinter dir sind noch welche. Schon voll, einmal zuschlagen reicht. Vorsicht, hatte ich getroffen? So, aufsammeln, da liegt noch Munition. Da, und dreh dich nochmal um. Da liegt noch was, links neben dem Pfahl. Ah ja. So, Kreuzung ist geräumt erstmal. Was ist er denn jetzt, Alter? Ja, sieht auf jeden Fall wie du Vorsicht. Ja. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Jetzt. Ha! So, mach doch gut, dass du den Nahkämpfer genommen hast. Sonst wieder in die Büchse geschossen.
Ja, doch, ich glaube, das ist auf jeden Fall Solo sowie Multiplayer. Ist natürlich jetzt nicht quietschenbunt oder ein bisschen trist hier, weil hier alles so ein bisschen verrostet aussieht, sogar die Pflanzen, ne? So auf eine gewisse Art. Alles ein bisschen trocken. Ja. Laubig. Ja, die Rottöne. Also, ja, so Rostromot. Mhm. Achso. Okay. Aber ja, das stimmt schon. Man kann natürlich. Was heißt schnell die Übersicht verlieren? Aber ja, doch. Also. Aber das ist natürlich auch die Welt, in der das jetzt ist, ne? Wenn da jetzt so eine Saat, wie sie das sagten, da alles so raus ist, denn, ne? Dann ist das ja auch alles so ein bisschen verwittert, verwahrlost. Ja, von hier kommen wir, ja, genau. Achso, da unten ist ein Checkpoint. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass, wenn man sich jetzt zurückporten würde. Wir heilen uns auch dran, ne? Ja, okay. Ach, guck mal, wir laden doch die Munition scheinbar wieder auf. Das Ausruhen an Checkpoints stellt Munition und Drachenherzen wieder her und bringt im Gegenzug alle normalen Gegner in die Welt zurück. Ah, genau. Das habe ich mir nämlich gedacht, ja. Mhm. Im Mehrspielermodus belebt das Ausruhen zudem gefallene Verbündete wieder. Alle Spieler müssen den Checkpoint verwenden, um sich daran auszuruhen. Ah ja. Ja, aber ich habe gerade überlegt, so, wie das ist, wenn man hin und her reist. Aber gut, dann. Na gut, die Gegner sind da, aber du kriegst ja wiederum auch Munition zurück, ja, ne? Das stimmt. Gehen wir mal nach Hause und dann. Gut. Ich würde jetzt sagen, oh, das Spiel hat Potenzial, aber das hat es ja schon. Ja, genau, sehr schön. Es ist ja schon durch. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, der Arbeitsschreiber. Ja, ich hatte davon gehört, aber ich habe mich da nie wirklich mit beschäftigt, irgendwie so. Mm-mm. Ich wusste, dass es da ist. Naja, und da hat Daniel mir halt irgendwann gesagt, hey, guckt euch das mal an und lalala. Und da hatte ich das ja jetzt über den Epic Game Store bekommen. Witzigerweise gab es das gestern wieder kostenlos, habe ich gesehen. Aber ich habe es schon vor einem Jahr zu Weihnachten bekommen, oder vor 2 Jahren sogar. Mhm. So. Aber ist vielleicht gar nicht dumm, dass sie jetzt ein Video dazu gemacht haben, weil vielleicht haben sich das viele Leute jetzt besorgt, ist vielleicht gar nicht so falsch, ne? Ja, auf jeden Fall sehr cooles Ding. Launig. Für Hack-and-Slay-Leute, denke ich mal was, für so Action-Adventure-Leute, hast ja für alle möglichen da was, ne? Mhm. So ein bisschen diesen Mini-Rollenspiel-Faktor, sag ich mal, so da drin. Der ist jetzt halt kleiner ausgefallen momentan, als ich dachte, weil theoretisch hast du ja eigentlich nur so diese Werte, die du anpasst hier und dann deine Eigenschaften so ein bisschen so. Ich dachte ja, es wäre doch mehr Rollenspiel so, aber ist es ja nicht. Also, denke ich mal. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Alles in Ordnung. Mhm. Ich denke, es macht trotzdem seinen Spaß. Und wie Daniel erzählt hatte, muss man halt auch sehr gut darauf achten, welche Ausrüstung hast du für welche Gegner. Wer ist wogegen immun und sowas. Ja. Ich vermute mal, es ist so ein bisschen mit dem Hintergrund auch gemacht, dass man halt im Multiplayer spielt. Oder mit die Multiplayer-Option hat halt, ne? Weil man alleine kommst du vielleicht auch gut, aber es zieht sich halt, ne? Aber cooles Ding auf jeden Fall, ja. Ich werde mich wahrscheinlich nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Ja, das hört sich gut an, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich werde mal gucken, ob ich das mit dem Controller hinbekomme. kann ich denn hier zurück ins Hauptmenü? Ja, konntest du. Mit der Option? Mhm. Ach da, zurück ins Hauptmenü. So, mal gucken. Da ist er jetzt, ne? Genau. Und dann kannst du auch direkt einen neuen Charakter erstellen. Naja, okay, gut. Das ist ja gut zu wissen. Wenn ich mich jetzt wieder einlogge mit dem, steht man dann wieder da, wo man ausgeloggt hat? Ist ja manchmal in solchen Spielen, stehst du ja dann wieder ganz woanders. Ah ne, wir stehen wieder da. Okay. Wir beenden diesen Irrsinn jetzt! Das wäre mal lustig. Dann jetzt das Spiel zu Ende. Ja, das würde ich gut finden. Wenn sowas mal Auswirkungen hätte. Ja, sehr cool. Gefällt, macht Spaß, schön. Wird sicherlich auch ziemlich haarig mit der Zeit, aber ja, interessantes Game. Doch.
Guter Hinweis von Daniel, genau. Ja. Gute Empfehlung, das war das, was ich gesagt habe. Empfehlung von Daniel, ja. Sehr schön, wir werden das begutachten. Leider, also ich weiß es nicht, Daniel guckt ja einige unserer Videos, so, aber das werde ich ihm auch nochmal persönlich sagen, denn leider muss ich ihm natürlich sagen, dass das keine Crossplay-Funktion hat. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Es geht also nicht, außer man kriegt das dann für die Playstations nochmal ran. Ich habe ja eine Playstation. Richtig, du hast, genau. Du hast auch ich theoretisch habe auch eine, ja, ja. Da bräuchte ich nur das theoretisch, Spiel. Du hast ich eine. Ich habe sogar eine, ja, ja. Die benutzt du nur nicht. Dann noch nicht, es geht ja bald los. Hm. Ja, ne, wenn das hier, weißt ja. Dann könnte man das natürlich auch zusammenspielen, das ist richtig. Ich verstehe zwar nicht, warum es keinen Crossplay hat mittlerweile, weiß ja nun, ne? Aber, na gut. Da stecken wir nicht drin, ne? Genau. So. Drücke mal F4. Mir gefällt die Musik auch sehr gut. Oh, jetzt sie aus. Oh. Oh, die Musik ist gegangen. Okay, jetzt sollen noch mal alle deine Voodoo-Heads sich angucken und auf www. Guck mal, eineinhalb Stunden sogar. Heftig, ne? Ja, ja, genau. Drücken. Die sollen sich all das ansehen. www.bloodandbrain.de, www.totenstadt.com. Ja, und, das steht doch, ne, da alles. Und hier da, /bloodandbrain. Facebook, Twitch, Instagram, ja, genau. /bloodandbrain, überall. Und auch auf Twitch. Auf Twitch steht sind wir auch. Da überall. Solo oder im Duo? Ich habe da noch nie geguckt, wenn mir das einer gesagt hat bei irgendwelchen Videos. Aber irgendwer guckt. Naja, gut. Ich nicht. Ja, gut. Du bin bist noch zu faul du für bist sonst. Aber auch nicht irgendwer. Oh, ey. Ist, wenn ich gleich schreie, bin ich ausgerutscht. Oh, wie mit dem du sitzt? Wie willst du dann ausrutschen? Wenn ich gleich aufstehe. Ach so, oh Mist. Ja, genau. /bloodandbrain, Twitter, Twitch, Instagram und so weiter. Ne? Twitter? Nee. Twitch, so heißt das. Ah. Montag, Dienstag, Mittwochs, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde, manchmal auch an anderen Tagen, ne? Entweder solo oder mit Root Girl oder mit allerlei anderen Leuten, so oder so, also einfach mal reinschneien. Und wird schon schief gehen. Ja, abonniert den Kanal hier, ne? Drückt die Glocke und all den ganzen Schüssel, lasst einen Kommentar da. Erzählt uns, wie alles drücken. Wie ihr dieses Spiel schon tausendmal durchgespielt habt, was eigentlich voll leicht ist und wir es sowieso nicht können. Ja, ja, das sage ich ja immer. Ja. Ach was, das wird schon gehen. Ja, genau, also wie gesagt, wie sagen die immer, comment, whatever, ihr wisst schon, was ich meine. Alles gut. Liken so. Und die Glocke drücken. Ja, liken, kommentieren, Glocke drücken, ne? Irgendwie ja, so. Irgendwie sowas. Liken, kommentieren, Glocke drücken. Es gibt keinen Daumen runter mehr bei YouTube, ne? Mag ich nicht. Ja, aber die werden irgendwie nicht mehr, also... Das haben sie irgendwie geändert. Haben sie geändert, ne? Du kannst nicht mehr sehen, wie viele Leute dein Video hassen. Genau. Das weiß ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, das kommt drauf an. Ich glaube, bei einigen Dingen ist das nicht so gut. Ja, aber wenn du das eine gibst, musst du auch das andere geben können, weißt du? Das ist wieder so eine... Kannst du ja. Kannst du sagen, mag ich nicht. Ja, das ist wieder so eine halbjahre Geschichte irgendwie. Ja. Okay, gut. So wie. Ja, wollen wir uns jetzt aber durch drüber unterhalten? Das ist nicht unser Bier. Bier? Hatte ich vorhin. Oh. Ja, ist ja gut. Ist ja, wir sollten so einen Podcast machen, weißt du? Was für ein Podcast? Ich rede doch sowieso fast nicht. Uns fällt schon irgendwas Schlaues ein. Weil ich nicht lustig bin, deswegen sage ich nicht. Oh, man muss nicht lustig sein, um zu reden. Oh. Dieser Abspann, so. Okay, der ist immer ihr sehr unterhaltsam. Ihr wisst Bescheid, ne? Genau. Und jetzt kommt hier 2, 3, 1 reingehauen. Ich weiß es wieder. Like, comment und subscribe. Yeah! Woo! Ich lasse mich immer so schnell mitreißen hier. Okay, gut. So. Ne? Danke fürs Zuschauen. Reingehauen, gute Nacht und ja. Gute Nacht, was ist, wenn das einer mittags guckt? Dann heißt es Mahlzeit. Mahlzeit, guten Morgen. Frohes Neues. Frohe Weihnachten. Genau, und schöne Ostern. Ja, haben wir es vergessen? Aber bestimmt ganz viele Feiertage, die wir nicht kennen. Ja. Okay, gut. Ich drücke jetzt auf am Ende hier. Ne? Also dann, bis später im nächsten. Ne? Tschüss.